Berlin Tiergarten. In einem Hausboot auf der Spree hat Katrin Hattenhauer ihr Atelier. Die 45-Jährige ist freie Künstlerin. Ohne die friedliche Revolution und den Umsturz in der DDR wäre das unmöglich gewesen. Ich war ja 1989 20 und habe jetzt nicht genau mir vorgestellt, was alles ich im Leben einmal machen möchte. Das Einzige, was ich ganz klar sagen kann, ist, dass ich geträumt habe, überhaupt mich entwickeln zu dürfen. London. Hier verbringt Katrin Hattenhauer den Sommer 2014. Hier arbeitet sie an ihrem nächsten Kunstprojekt. Es handelt vom Verschwinden. Aufgrund meiner Geschichte 89 kann ich natürlich stärker das Privileg sehen, dass ich hier für eine Zeit leben und arbeiten kann. Und wir vergessen das manchmal, dass es nicht unser Verdienst ist. Zum Beispiel, wir lassen die Leute auf dem Mittelmeer ertrinken, weil wir ihnen nicht das Gleiche gestatten, die gleiche Sehnsucht nach Freiheit, die gleiche Sehnsucht nach einem besseren, freieren Leben, nach einem offenen Land mit freien Menschen. Und deshalb lassen wir sie ertrinken. Und ich bleibe natürlich mein Leben lang empfindlicher für diese Art Geschichten. Katrin Hattenhauer bereitet QR-Codes vor, die sie in 5 verschiedenen europäischen Städten verteilen will. Die Codes lassen sich mit Smartphones lesen. Es öffnet sich dann jeweils eine andere Webseite mit weiteren Informationen. Hinter jedem QR-Code verbirgt sich die Geschichte eines Menschen, der in dieser Welt politisch aktiv war oder noch ist und im Gefängnis oder nach dem Arrest verschwunden ist. Und natürlich ist es für mich ein ganz persönliches Projekt, weil ich selbst einmal in dieser Situation war, dass ich gedacht habe, wenn jetzt niemand von mir erfährt, dann kann ich einfach im Gefängnis verschwinden. Insgesamt 50 Schicksale von Menschen weltweit möchte Katrin Hattenhauer mit ihrer Aktion ins Bewusstsein der Öffentlichkeit bringen. Darunter Gefangene in der Ukraine, im Iran und in Thailand. Katrin Hattenhauer nutzt ihre gewonnene Freiheit dazu. Ich ziehe das Resümee, dass es sich gelohnt hat. Ich hätte es auch gemacht, ohne das zu wissen, aber come on. Ja, und ich hätte nie Künstler werden können. Ich wäre in der DDR nie Künstler geworden. Ich hätte diese Projekte nie machen können. Und das jetzt in diesem Weg weitergeben zu können, großartig.